Wie bereitet sich die Speerwerferin aus Paraguay, Lauren Franco, auf die nächste Olympiade vor? Mit etwas Paddleball in Miami. Die Athletin sah umwerfend am Strand aus mit ihrem Freund Rodrigo Galeano. Aber viel Zeit für Entspannung nahmen sie sich nicht. Die beiden waren ziemlich aktiv. Sie wirkte so lebhaft wie ihr neonfarbener Bikini und hatte scheinbar viel Spaß. Es war ein kleiner Urlaub von dem Olympiatraining, an das sie wahrscheinlich gewöhnt ist. Aber es wurde nicht nur herumgealbert, es wurde auch ein bisschen geknutscht. Zum Beispiel hier, dieser freche Kuss. Dann ging es sogar noch weiter darüber hinaus. Jeder weiß, dass es immer heiß in Miami ist. Aber Lauren hat es ein weiteres Mal unter Beweis gestellt.